Nicht anzünden. Hendrik einfach ins Bett bringen, hätte ich jetzt gesagt, und dann haut ihr euch mal hin. Sind die jetzt mit den Hundis schlafen, spazieren gegangen oder nicht? So, Hendrik ist müde. Sam auch. Wir müssen noch wieder alle Lichter auf automatisch stellen. So. Ich mag die Wohnung, die wir hier haben. Ich finde die richtig schön. Oh, Qualität vom Gelbbaum ist hübsch. Den müssen wir auch mal noch weiter, weiter verbessern hier. Jo, während die beiden hier schlafen, machen die Party hier, Jared und Jordan. Gibt ja nicht. Ach ja, genau, stimmt, hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Es gibt hier jetzt seit neuestem diese, ja, mehr oder weniger Wendeltreppen. Und da habe ich da hinten eine hingebastelt. Jetzt haben wir nur hier das Hundekörbchen. Und das würde ich dann nämlich ganz gerne da unter die Treppe packen. Ich finde, das ist so ein prädestinierter Ort für ein Hundekörbchen. Solche Stellen finde ich immer klasse. So, wie sieht's denn aus? Was haben wir jetzt hier bekommen? Wir haben einen Talentpunkt bekommen, den wir setzen könnten. Was haben wir denn hier? Wissen ist Magie. Dieser Sim liest und forscht schneller am Computer. Außerdem erhöht sich durch diese Interaktion das magische Wissen. Mhm. Das ist so ein bisschen auch wie bei den Vampiren geregelt. Pixmix. Zaubertränke werden viel schneller zubereitet. Entladen. Dieser Sim kann jetzt entladen wirken, um die Zauberladung zu leeren. Okay, aber warum? Warum sollten wir die leeren? Eifriger Sammler. Dieser Sim erhält jetzt mehr Objekte, wenn er im Reich der Magie magische Zutaten erntet. Und Experimentator. Beim Experimentieren und Üben erlangt dieser Sim schneller Fähigkeiten. Fehlschläge werden reduziert. Auch nicht ungünstig. Auch nicht schlecht, ne? Oder schneller wissen. Was mit den Zutaten, mit dem Ernten, finde ich eigentlich recht interessant, weil er naturverbunden ist. Aber das finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme tatsächlich erstmal das. Ich weiß nicht, wie sinnig das ist und ich weiß auch nicht, wie viel wir da letzten Endes von aufbauen können, von den Fähigkeiten. Aber das machen wir jetzt einfach mal. So, könnt ihr mal bitte hier rausgehen? Ihr verbraucht unseren Strom. Wie, warum ist der wach? Oh nein! Du sollst nicht die Prinzessin anbeißen, dafür bist du noch zu jung. Wir haben vergessen, so eine Lampe hier hinzustellen. So ein Angstlicht. Oh. Ich Dummkopf. Passt farblich gut zum Bett. Aber es ist auch blöd, wenn alles so Ton in Ton ist. Mach mal die hier. Wie lang? 24 Minuten noch. Komm, die kriegt der rum. Ah. Guten Abend. So, jetzt kann er aber wieder schlafen gehen. Das kann er sogar schon alleine. So. Winter-Wrap-Up war grauenhaft und einmal war ziemlich gut. So. Also, ich würde dann gerne in Richtung Grafikdesign gehen, wie gesagt. Jobtechnisch. Hätte ich mal so gesagt, das versuchen wir einfach mal. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. So, ich lasse mich jetzt aber erstmal noch schlafen. Sam steht auf. Hat Emma dich geweckt? Ernsthaft? Ach, Emma.
Warum hat er denn die ganze Zeit Hamburger im Inventar? Warum gammelt hier das Essen vor sich hin? Und warum kann ich jetzt nichts mehr verkaufen wegen dem Move Objects? Ja. Oder auch nicht. Hey, das geht nicht. Warum geht das nicht? Warum ist das ganze Essen vergammelt? Gut, dass wir hier alle in Unterwäsche rumstehen, während die hier noch spielen. Sag mal, Jordan, kannst du bitte mal gehen? Sonst muss ich dich leider anfackeln. Ich hoffe, jetzt geht sie. Wir haben ja alles mit irgendwelchem Kram vollgestellt. Ja, weh, du machst jetzt hier noch in die Hose und pinkelst uns den Boden voll. Dann reicht's aber langsam, Madamchen. Müssen wir hier mal böse Magie wirken. Das geht ja hier so nicht, ne? So, und da muss er jetzt auch dringend mal was essen. Aber das ist alles nicht gut. Warum bin ich jetzt hier einfach... Irgendwie ist das buggy. Kann das sein? Blöde Frage, ne? Das ist komplett buggy gerade. Irgendwie, warum auch immer. So, die Dinger kann ich auch nicht aufräumen, warum auch immer. Jetzt schmeißt ihr das einfach denn. Was ist denn hier los? Oh nee, wenn Gimli jetzt schon wieder krank wird, ne? So, Zauberladung. Ach so. Es kann also scheinbar auch sein, dass ich da, dass da was schief läuft. Aha. Kann ich den gerade düngen? Nein, kann ich nicht. Aber wir können die Geldfrüchte alle verkaufen. Das ist gut. Oh, Level 5 der Gartenfähigkeit erreicht. Und das ist für seinen Meilenstein sehr, sehr praktisch. Oh, Gimli hat ein Geschenk mitgebracht. Oh, du feiner kleiner Mann. Du feiner kleiner Mann. Den müssen wir aber mal sauber machen. Machen wir jetzt einfach mal ganz kurz so. Frech weg. Aber scheinbar ist er trotzdem krank. Nee, doch nicht. Du bist ja ein ganz, ganz toller Gimli. Was hat er wohl mitgebracht? Ein zerbrochenes Fossil. Wow, Gimli. Was ist mit dir los? Jetzt ist Emma krank. Oh je, das mache ich aber, glaube ich, mal oft, dass ich die zur Tierklinik bringe. Weil ich würde jetzt ganz gerne... Ja, Emma ist krank und soll zum Tierarzt. Ja, das mache ich definitiv, wie gesagt, im Off. Ich werde nämlich jetzt zu... Freelancer, genau. Und dann werde ich nämlich Electrified Artists, Freelance-Künstlerin. So, Electrified Artists, was haben wir denn da? Gucke mal hier. Wir haben die Malerei schon relativ hoch, das heißt, wir könnten
Boah, guck mal hier, Character Designs für ein AAA-Titel, ein AAA-Spiel, cool. Phantombild zeichnen, ein Bandtour-Plakat. Das Tourplakat finde ich toll. Übermorgen wichtig, mit Kunden chatten. Machen wir mal als erstes. Dass wir uns darüber mal informieren. So, und jetzt würde ich ganz gerne, die platzieren wir vielleicht mal oben hier in unserem Magieraum. Würde ich ganz gerne hier mal, was ist das? Glimmerstein. Ah, damit kann ich direkt ins Reich der Magie reisen. Das ist ja praktisch. Ich würde hier ganz gerne die Orbs platzieren. Sind aber klein, da müssten wir mal ein Regal oder sowas für hinstellen. Dafür würde ich ganz gerne hier mal ein Regal hinstellen. Haben wir nicht diese Vitrinen? Oder wir stellen hier, oh, ich weiß, was ich hier gerne hinstellen würde, aber das ist ein bisschen blöd. So ein Kallax ist da eigentlich nicht so gut. Aber ich wollte doch jetzt unbedingt mal gucken, wie das hier funktioniert mit den Tieren. Das habe ich mir noch gar nicht so recht angeguckt. Ja, wir gehen dahin zu Vitrinen. Oh, der Schrank ist zu hoch. Aber die meisten Sachen davon sind mir zu modern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das trifft nicht so das, was ich hier eigentlich vorgehabt hatte. Das hier könnten wir vielleicht erstmal nehmen. Wollen wir das mal mit dem Drachen probieren? Warte. Begleiter einen Namen geben. Diese interessante Kreatur von unerwarteter Gestalt setzt sich über die Grenzen des Normalen hinweg und erfordert eine nähere Betrachtung. Seine wahre Natur ist unbekannt. Hoppeldi! Ja, Hoppeldi! Wie können wir jetzt Hoppeldi rufen? Hoppeldi hopp. Wie können wir denn jetzt Hoppeldi rufen? Haben wir hier, das ist, ja, Hörnchen finde ich süß. Finde ich schön, dass wir hier direkt so schöne Namen haben. Und Gufo. Wie kann ich die denn jetzt rufen? Ah, warte mal, vielleicht geht das ja hier über das Zauberbuch. Nee. Inventar? Ah, vielleicht über sich und dann Magie oder so. Ja! Boah, ist das cool. Wir können die alle kaufen. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich die für mich auch direkt schon mitgekauft. Wir nehmen jetzt alles ein Hoppeldi. Oh mein Gott, Hoppeldi ist ja voll süß. Hallo, Maus. Troll mich nicht. Oh. Hoppeldi. Hoppeldi, hoppeldo, hoppeldat. Och, ist der süß. Oh, und dann läuft er fliegt die ganze Zeit hinter uns her. Ich weiß nicht, ob die auch noch irgendwie einen größeren Nutzen haben, aber die sind ja mega cute. Mega niedlich.
niedlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hoppel die das Evil-Nienchen. Oder das. Hoppel die Karnivel oder Evil-Nienchen. Oh, es ist voll süß. Auch wenn es ein richtig böses Kaninchen ist. Aber es hat Herzchen auf den Flügeln. Ah, oh, voll süß. Ah, ist das niedlich. Rechnungen sind weniger niedlich. Rechnungen sind immer doof. Warte mal, was stand da? Achso, er hat es. Ja, wenn er es nicht geschafft hat, die Post zuzustellen, das tut mir super, super leid. Dann können wir es auch leider nicht bezahlen. Wie süß ist das bitte? Muss er heute nicht arbeiten? Nee, heute hat er frei. Na super. Aber wird befördert beim nächsten Mal. Habe ich jetzt eigentlich schon mit dem Kunden gechattet? Nein, ich habe den Teller zerschmettert. Splash hat auf dem Grafiktablett kreieren. Ich habe gar kein Grafiktablett. Splash hat abnehmen lassen. Dann muss ich jetzt ein Grafiktablett kaufen noch, ne? Elektronik? Wird der Computer dabei sein, vermute ich. Aber das hier, das ist doch einfach nur ein Tablet. Doch, scheinbar ist es doch das, was ich brauche. Elektronik. Imog Aweis Tablet haben. Hä, doch nicht? Hä, wie, was, wo? Wo finde ich denn jetzt um das digitale Grafik? Wo finde ich... Hä? Ich find's nicht. Das ist ja beschiss. Ah, oh, haha. Und Gimli stinkt irgendwie immer noch zum Himmel. Oh. Aber das Häschen ist ja voll niedlich. Süß. Okay. Aber ihr Lieben, ich würde mich für heute erstmal von euch verabschieden. Ich glaube, in der nächsten Folge geht es mal wieder zurück in die Magiewelt. Und dann werde ich mal gucken, was dann so für kleine Tierchen da sind. Und ich werde mich dann auch mal in der Magie üben. Ich würde ganz gerne, glaube ich, die zweckmäßige Magie erlernen erstmal. Aber ihr Lieben, das war's erstmal für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.